Mehr als 2 Wochen nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi geht US-Präsident Donald Trump nun vom Tod des Regimekritikers aus. Glauben Sie, dass Jamal Khashoggi tot ist? Es sieht für mich definitiv danach aus. Es ist sehr traurig. Zuletzt hatten die türkischen Behörden die Istanbuler Residenz des saudischen Konsuls 9 Stunden lang durchsucht. Ergebnisse auch von einer zweiten Durchsuchung des Konsulats werden demnächst erwartet. Trump hat mit sehr schwerwiegenden Konsequenzen gedroht, sollte Saudi-Arabien für den Tod von Khashoggi verantwortlich sein. Aber man wolle den Saudis mehr Zeit geben, ihren eigenen Bericht fertigzustellen, wie auch US-Außenminister Mike Pompeo vor Journalisten betonte. Ich habe Präsident Trump heute Morgen gesagt, dass wir Saudi-Arabien noch ein paar Tage Zeit geben sollten, den Bericht zu vervollständigen, damit wir ein umfassendes Verständnis der Fakten haben. Dann können wir entscheiden, wie oder ob die Vereinigten Staaten auf den Vorfall rund um Khashoggi reagieren sollten. Zuletzt konzentrierten sich die türkischen Ermittler auf einen Mann, der mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman öfters auf Reisen gewesen sein soll. Überwachungsvideos zeigen, wie der Verdächtige offenbar kurz vor dem Verschwinden von Jamal Khashoggi im Konsulat eingetroffen war.